Hallo, das ist Max. Anhand von Max wird heute erklärt, was unzumutbare Belästigung in Form von Werbung ist. Aber was ist unzumutbare Belästigung überhaupt? Max hat keine Lust mehr, ständig in seinem Briefkasten Werbung vorzufinden. Aus dem Grund hängt er sich ein Schild mit der Ausschrift "Bitte keine Werbung" an den Briefkasten. Nachdem er das Schild am Briefkasten angebracht hat, macht er sich auf den Weg in die Stadt, um ein paar Dinge zu erledigen. Kaum in der Stadt angekommen, wird Max von einer Dame eines örtlichen Elektronikgeschäfts angesprochen. Diese möchte Max anhand eines Flyers über deren Produkt informieren. Max sagt deutlich, dass er kein Interesse habe. Nachdem er seine Dinge erledigt hat, macht er sich auf den Rückweg. Dort wird er wieder von der gleichen Frau angesprochen, welche ihn auf deren Produkte hinweist und ihm wieder einen Flyer in die Hand drücken möchte. Max ist von der Situation genervt. Als Max nach Hause kommt, schaut er in seinen Briefkasten und findet dort wieder einen Werbeflyer vor, obwohl er vorher das Schild angebracht hat, dass er keine Werbung haben will. Max geht rein und isst sein Abendessen. Währenddessen klingelt sein Telefon. Er geht ran und ihm wird ein Fernseher angedreht. Max sagt klar und deutlich, dass er kein Interesse hat. Trotzdem wird weiter auf ihn eingeredet. Jetzt reicht es, Max. Das ist heute die dritte unzumutbare Belästigung. Wenn das nicht bald aufhört, droht er mit seinem Anwalt.